Ich bin in diesem Dungeon leider nicht weit gekommen. Ob es mit Italis besser ergangen ist? Hoffentlich schafft sie es bis zum Ende, damit sie unsere Wünsche wahr werden lassen kann. Was glotzt ihr denn so? Ich bin hier gerade ein bisschen am Grübeln, also lasst mich in Ruhe, okay? Moment mal. Hätte ich mir doch lieber kein größeres Maul wünschen sollen. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mich fester zusammenrollen könnte. Okay. Was glotzt ihr denn so? Ich bin hier gerade ein bisschen am Grübeln, also lass mich in Ruhe, okay? Alles klar. Ich würde sagen, wir kommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Heute machen wir die Nordwinde, oder wie hieß es? Ja, das Nordwindfeld. Das machen wir heute. Also, schnurstracks, auf da! Zu Suicune, wurde in der letzten Folge schon gesagt, wer der Boss ist. Es ist Suicune. Wir haben gegen Entei gekämpft, wir haben gegen Raikou gekämpft. Doch nun werden wir auch noch gegen Suicune kämpfen. Ich habe jetzt nichts eingepackt, ich habe jetzt nur die Entwicklungsgeode weggepackt. So dass ihr Bescheid wisst. Oh, was ist das für ein Samen? Das ist ein Heilsamen, den können wir eigentlich relativ gut gebrauchen. Hat uns ja letztes Mal auch schon gut geholfen, das Ding. Okay, nice. Und es ist ein Eisgebiet. Dieses Schneegebiet. Auch wenn es Nordwinde heißt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, bei Nordwinde kommen wir in ein Luftgebiet. Das ist jedoch nicht der Fall. Ach komm, ignoriere die einfach. Komm, gehen einfach in die Treppe. Dann passt. Wir sind jetzt schon bei E3. Jetzt schon bei E4. Hey, ich beschwere mich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich sogar. Dann geht das hier schneller vorbei. Du, du, du. Ist ja auch nicht schlimm. Ein X-Bad. Was mit IKS geschrieben wird. Was, wo ich mich immer noch bis heute frage, warum. Warum nicht einfach ein X, sondern ein Bad? Dann wären das nur 4 Zeichen. Aber nö, machen wir IKS-Bad raus. Sehr seltsam. Ich meine, gut, bei den englischen Namengebungen muss ich auch manchmal grübeln, was die sich dabei gedacht haben. Also manche deutschen Namen sind echt viel besser als die englischen. Ein Belebersamen war das, als ob. Yo, that is nice. Und du mal ab. Ich hab gesagt, du haust jetzt mal ab, da. Ich bin nicht sehr effektiv hier. Ja, ich denke auch gerade nicht mit, also. Tue ich eh meistens nicht, wenn ich das Spiel spiele. Hm, ich schätze mal hier irgendwo. Moment, ich hab da irgendwas glitzern gesehen. Oder? Ich könnte, hätte schwören können, ich hab was glitzern gesehen. Hm. Wir haben Plosivsamen. Naja, ich meine, so schlecht ist das jetzt nicht, aber ich wüsste halt jetzt nicht, wann ich sowas einsetzen sollte. Ich würde sagen, wir gehen uns nach links, sonst bereue ich es noch. Ja, okay, nee, alles gut. Oh, hier ist die Treppe. Nice, ihr sechs, wir haben erst ca. 4 Minuten Aufnahme. Da sag ich doch nicht. Nein, 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 nein. Dum, 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 dum. Ich habe jetzt leider nur zwei große Äpfel dabei. Ich habe halt wirklich fast gar nichts mehr. Ich habe gar keine AP, Digga, oder? Nee, ich habe auch keine AP-Heiler. Ich habe mir welche mitnehmen können, aber habe ich nicht. Das bedeutet, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Bis wir so ein Item finden. Und ich habe jetzt schon für Rasierblatt die AP verloren. Oh Gott, nein! Ich habe Blütenwirbel! Yes! Haut ab! Ich mach
müsste eigentlich sehr effektiv sein gegen die meisten hier. Oder gegen die Hälfte zumindest. Bam, geht down. Oh, Enteron will in unser Team beitreten. Ja, egal. Ja, ich mache mir jetzt keine Sorgen, ich habe Blödenwirbel. Bam, und die restlichen sollten jetzt down gehen. Krebutag, hey, ja, kannst du gern machen, mir egal. Also hier ist da rechts, das ist ein AP-Ding. Das ist gut, weil ich habe gar keine mehr. Und ich habe keinen Bock zu farmen. Hätte ich vielleicht machen sollen, I know, aber egal. Wollen wir ihn heilen? Nee. I'm sorry. Aber ich will nicht heilen. Okay, nice. Wir haben die Monsterfalle überlebt. Wir haben hier einen Apfel bekommen. Wir haben hier einen Samen. Den nehmen wir mit. Apfel nehmen wir auch mal mit. Obwohl, weißt du was? Den esse ich sofort. Na, ess ihn mal. Lecker! Ich glaube, ich bin auf irgendeine Falle getreten. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, der wird schon sterben. Also, wir haben ein AP-Ding. Ja, Top-Ether. Ein Stück. Das heißt, eine Attacke können wir gleich wieder vollfüllen. Boah, krass, oder? Calcium-Spezialangriff. Wer braucht denn das? Wer bräuchte denn das? Wer bräuchte denn das? Eigentlich ich und Magneton. Wen gebe ich's mal? Ich gebe es einfach mal mir. Warum nicht? So. E7. Ich hoffe, ich wirke nicht allzu ruhig heute. Obwohl, das könnte aber auch was Positives sein. Das habe ich nicht gesagt. Oh, Expert. Ja, mir egal. Wie gesagt, ich werde euch nicht retten. Ihr seid mir nicht so wichtig, dass ich euch rette. Hallo Enteron. Schau Enteron. Passt doch. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Floor spielen sollte oder und nicht lieber mit Magneton oder Pika. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne joinen, aber ich rette euch nicht. Aber es ist eigentlich gut, einen Xbox zu haben, weil es entwickelt sich normalerweise durch Freundschaft und ich glaube, das gibt es im Spiel hier nicht. Deshalb müssen wir wahrscheinlich Geoden sammeln. Also von Golbert zu Xbox wahrscheinlich dann wieder 4 Geoden und das möchte ich halt nicht. Deshalb wäre es halt schon klug, so ein Ding mitzunehmen und dann haben wir es nämlich schon. Level 53, nice. Also es gibt hier keinen Pokédex oder so, aber ist halt so eine persönliche Quest, wenn man will. Alle zu sammeln. Ja. Bam, bam, bam. Aber wirkt das alles hier relativ klein? Weil ich komme mir irgendwie sehr schnell weit voran. Was? Nein, heil mich nicht. Ach komm. Du, dumm. Nein, du brauchst mich nicht heilen. Ich hab's dir so mal gesagt. Oh Gott, ich verschwende wirklich meine ganze AP. Ach, kacke. Warum habe ich keine AP-Heiler? Ich sag euch, ich werde deswegen noch down gehen am Ende. Ich werde nicht zum nicht zu Sekunden schaffen. Weil ich keine AP dann mehr habe. Und das wäre richtig kacke. Aber so richtig kacke. Deshalb hoffen wir auf das Beste. Und du haust mal ab, du. Und was willst du, hä? Ich hoffe, die anderen verschwenden nicht ihre AP. Das wäre nicht so geil. Ja, ich hab's verstanden. Hau ab. Hier ist die Treppe. Zack, Nadel. Hab ich die Nadel überhaupt ausgerüstet? Moment. Hab ich die Nadel ausgerüstet? Ja, ich hab sie ausgerüstet, okay. Dum 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 dum.
Ja, es ist einfach die Frostwaldmusik. Ihr wisst ja, was ich von der halte. E10! Ein Drittel haben wir, Leute! Woo! Hier glitzert was, hier glitzert was. Vielleicht ein AP-Heiler. Kommt schon. Irgendwas für AP. Please! Ne. Spezialverteidigung. Oh, jetzt muss ich wieder gucken. Ja. Du brauchst's. Ne, warte. Eigentlich hat's Pika gebraucht. Ach, egal. Das passt schon. Du, 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 du. Bam, bam. Hau ab. Hau ab, hab ich. Warum lebt er noch? Mein Gott. Finde ich nicht so kühl. Als ob hier einfach wieder ein Erkenntnis da rumliegt. Wie kann man so viel Glück haben? Pack dann dafür einfach einen Warpsamen weg. Die sind halt gut, wenn du alleine bist. Weil wenn man in einem Team ist, ist halt nicht so gut. Ich möchte nicht angreifen, weil ich bin gerade verwirrt und ich jemanden anderen falsch angreife. Ja, siehst du? Das meine ich. Am Ende greife ich die falsche Person an, deshalb lass ich es lieber. Oder warte. Na, jetzt würde es halt gehen mit Dings. Schlammbad, aber. Egal. Machen wir weiter. Bitte sag mir, da unten sind. Ist nicht nur Geld, sondern auch. Ein AP heilt, heil. Yo, Level 50 für Magneton. Nice. Oh, der will nichts erlernen. Ich dachte, der will was erlernen. Dann halt nicht. Schade. Du, du, dum, 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 du, du, du. Ne, da ist nichts. Das wird nur wieder eine Verbindung sein. Vermute ich einfach mal. Yeah. Bam, bam. Hallo Magneton, wie geht es Ihnen? Ja, hoffentlich nicht mehr so gut. Bam. Überhaupt nicht gemein. Nein, ich doch nicht. Ich doch nicht. Ach was. Was? Sandsturm? Hier? Okay. Müssen wir aufpassen. Können wir uns gerade nicht heilen. Also nicht gut. Also wir können uns schon heilen, aber... Ne? Gehen wir mal hier nach oben. Immer noch nichts. Doch, hier ist die Treppe. Nice. Wir wurden noch nicht vom Sandsturm erwischt. Okay. Sehr seltsamer Dungeon, finde ich. Oder wie findet ihr den Dungeon, Leute? Ich finde ihn sehr seltsam irgendwie. Also nicht schlecht, aber... Keine Ahnung, er fühlt sich anders an als die anderen Dungeons. Krebutag, kannst doch nicht sterben. Nein, Pika, du heilst ihn nicht. Ja, schießen am besten so ab. Tja, wenn er down ist, dann ist er down. Nein, nein, ich akzeptiere das nicht. Wenn er down ist, ist er down. Ist mir egal, Volbeat jetzt hier eine Erleuchtung bekommt, Alter. Bam. Nice, es geht down. Und hier ist die Treppe. Ja, ich setze das jetzt nicht ein. Aua, Aquaknarre auf mich. Das werden wir sehen. Und alle haben keine AP mehr, sehe ich gerade. Ach, Kacke. Ja, komm, killt ihn. Nice. Das Geld? Gut, weiter geht's. Ach komm, Pika, ist egal. E14! Du, du, dum, dum, du, 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 du. Aua. Der Sandsturm, der tut sehr weh. Das finde ich nicht okay. Und hier ist das Ende. Und jetzt sind wir bei der Hälfte. Mit einer neuen Musik. Und soweit ich weiß, ist das die Musik von dem Dungeon mit Voluna? Oder? Jo, 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 trinken, trinken, trinken. Wer braucht's, wer braucht's, wer braucht's? Ich brauch's am meisten. Blütenwirbel. Und dann esse ich einen Apfel. Nein, heil mich bloß nicht. Bam, bam, bam. Du, 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 du
So, Synthese. Auch wenn das nicht viel heilt im Regen. Trotzdem mal einsetzen. So, jetzt kann ich wieder kämpfen. Jetzt gehen wir nach oben. Wir killen das Volbeat. Oder ihr macht das. Ich brauche das nicht machen. Ihr könnt das schon machen. Beziehungsweise ich könnte euch einfach hier so ein Ding werfen. Ja, das passt. Bam, bam. Ich weiß nicht mehr, von wo die Musik war. Aber die Musik ist auf jeden Fall toll. Und das ist das Einzige, was zählt. Level 56! Das passt. Die Level-Ups, die passen mir. Wir sind zwar alle so im Level 50er Bereich, aber bald sind wir schon im Level 60er Bereich. Und das wird nice. Weil dann traue ich mich schon wie er, gegen Groudon und gegen Rayquaza nochmal erneut zu kämpfen. Ich glaube, das machen wir demnächst auch mal. Weil eigentlich habe ich mich erstmal nicht getraut, weil die wahrscheinlich viel zu stark wären. Aber ganz ehrlich, mittlerweile traue ich mich das wieder. Oh, ein Rosana. Fun Facts mit Mike. Wusstet ihr, dass Rosana in der ersten Generation von Pokémon noch schwarz war, sie es aber zu lila geändert haben, weil irgendwer sich beschwert hat, dass es aussieht wie eine amerikanische Dame? Oh, wer hätte das nur gedacht? Wusste bestimmt noch niemand. Als ob wir so viel Glück haben mit den Treppen heute. Ey, das wird eine kürzere Folge. Das ist nice. Jo, hier ist richtig viel Geld. Was hast du aufgenommen, Pika? Zink. Ja. Kannst du gerne nehmen. Moment. Da. Hier, kannst du gerne nehmen. Was? Geowurf oder was ist da passiert? Na egal. Hier ist ein Botugel. Was abhaut. Okay. Dann haut es halt ab. Und da killst du es, Magneton? Wait, what? Kill es doch einfach. Magneton, kill es doch einfach! Ja. Zack, jetzt müsste down sein, ja. Und Pika, mach du? Ja. Passt doch. Wo war das Problem? I don't see it. I don't see the problem. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, Treppe. Ich habe echt viel Glück heute mit der Treppe. Die kommt so oft und so schnell vor allem. Das ist sehr nice. Normalerweise bin ich mindestens eine Minute hier in so einem Ort, in so einem Raum, aber heute? Heute läuft's anders. Ja, okay, nicht ganz viel anders, aber... Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall sehr gut vorankommen heute. Einen Warpsamen. Ja, komm, essen wir einfach mal. Ja, komm, essen einfach mal. Wow. Nehme ich an. E20, zwei Drittel haben wir. Ein Aquana kann man hier bekommen. Interessant. Ich habe auch am Anfang überlegt, vielleicht Gen 2 Starter zu nehmen. Als Starter, als, ja, ein Gen 2 Pokémon Starter zu nehmen, so gesehen. Oder Evoli oder Ineko. Habe ich auch überlegt, ob ich das vielleicht mache. Oh Gott, als ob ich jetzt ernsthaft da deswegen gestorben bin. Wow. Das ist lame. Komm, hau ab. Jetzt will er mein Team. Ja, komm, ich nehme deine Entschuldigung an. Ich sehe das mal als Entschuldigung. Jetzt, was soll ich das denn sonst ansehen? Junge, hau ab. Wir gehen langsam wirklich die AP aus. Aber wir kommen gut zurecht ohne AP, Digga. Heute, in dieser Folge. Das ist krass. Ich habe halt wirklich auch keine Flea-Ops mehr. Ich hatte ein Flea-Op mal. Habe ich außersehen benutzt. Weil ich zu dumm war, Äpfel mitzunehmen. Und das habe ich jetzt davon. Gibt's auch Shilock? Ob
Shiggy wirklich so der gute Starter ist? Nein, Spaß. Komm, haut ab. Oh, ja, Sherlock, du kannst. Ja, dein Team. Blablabla. Dann kill aber das Protogill. Ich heile dich nicht, ne? Ich werde euch nicht heilen. Niemals, niemals, nie. Das sind doch gleich ganz. Der ganze Raum hier könnte auch hätte auch eine Monsterfalle sein können. Der einzige Grund, warum ich noch nicht in die Treppe gegangen bin, ist, weil ich gucken will, was für Items hier rumliegen, weil vielleicht sind ja AP-Dinger. Komm, greif doch an. Mein Gott. Lass mich hier durch. Da hinten ist noch ein Item. Ah, ist ein Geld. Na komm. Dann ab ins Ziel. Also nicht Ziel, aber auf die Treppe. Tranny 2. War das ein Apfel? Den esse ich doch glatt gleich. Dann ist mein Bauch schön weich, was? Dum, 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 dum. Ich brauchte irgendwas zum Reim, Leute, okay. Ach komm, haut ab. Ihr nervt. Noch ein Sherlock. Ey, ist mir egal, ganz ehrlich. Es könnte mir nicht egaler sein. So. Ich meine, habe ich im Endeffekt mehr Leute, die gegen Sukun kämpfen. Oder Suikune. Suikun. Kann man es auch nennen. Habe ich auch nichts gegen. Aber ich nenne es definitiv Suikune nennen. Ach komm, könnt ihr nicht einfach mal sterben? Tengulus, ja, ich wollte gerade sagen, Tengulus kann doch nicht noch am Leben sein. Oh Gott, ich habe komplett meine AP verloren. Komm, hau doch mal ab, ey. Mein Gott, nein, wir heilen dich nicht, immer noch. Du hau ab. Ich hab gesagt, hau ab, Mann. Nice, das down. So, jetzt müssen wir noch ganz... Ey, fand ich das aber nicht so nett. Mir einfach meine Orbs zu stillen, Mann. Dum, dum, dum. Okay, Pikachu hat, Pika hat Hunger. Nicht Raichu, meine ich halt. Nein, Raichu, wir wollen das nicht. Dum, 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 dum. Ach man, Botogil. Was? 2? Das geht mir jetzt zu weit. Komm, Kilze. Komm, das eine Botogil oben müsste doch jetzt down sein. Ja. Tengul ist auch mal gleich. Komm, haut ab, Mann. Blütenwirbel. Hast Bodo gelebt noch? Jetzt aber nicht mehr. Nö. Das sehe ich nicht ein. Ja, komm, den kriegt er alleine hin. Okay. Den kriegt er schon alleine hin. Hm, gehen wir nach unten. Er muss eh nach unten. Weil hier ist vor allem auch die Treppe. Das habe ich natürlich gewusst. Dass sie die Treppe ist. Und ich wollte eigentlich gar nicht in die Richtung gehen. Ich habe mich etwas vertippt. Vertippt? Sagt man das so? Vertippt? Ich spiele auf einem Controller. Auf einem Nintendo Switch Pro Controller. Cool, oder? Der irgendwann mal angefangen hat zu driften. Geil, oder? Wer kennt sie nicht? Die driftenden Controller von Nintendo. Super. Und dann kosten die auch noch so viel. Kein Wunder, dass niemand mehr als ein paar von Joy-Cons und einen einzigen Pro-Controller hat. Ach warte, was? Habe ich nicht ausgerüstet? Zack. So, jetzt. Bam. Okay, macht nur 30, aber ich meine, das sind auch nur Kiessteine, was auch immer das waren. Oh Gott. Ich gehe zurück. Ja, killt es. Okay, nice. Und den können wir jetzt auch. Bam, 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 bam. Killed it. Nice. Bam, 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 bam. Hallo, Tengulist. Hau bitte ab.
Ich muss weg. Oh Gott. Ich muss hier weg. Killt es. Nice. Und jetzt noch ein Botugel. Hau ab, Mann. Verpiesel sich. Bam. Ich schmeiß die ganze Zeit nur Steine. Level up. Ah, Reitschuh. Nice. Das ist episch. Das ist echt episch. Jetzt reicht's mir. Blütenwirbel. Bam. Die leben immer noch? Das gibt's doch nicht. Du lebst immer noch. Hau mal ab. Wir schmeißen die ganze Zeit Steine. Oh Gott, endlich. Ja, nehmen die hübsche Box mal mit. Oder haben wir Platz? Ich habe schon eine hübsche Box. Will ich das mitnehmen? Warum habe ich zwei Knuddeluff-Orbs? Oh Gott. Ja, packen Chaosarm weg. Vielleicht haben wir am Ende etwas Glück mit dem Loot. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Oh Gott. Lass uns lieber weitergehen. Ja, heilt Pika am besten. Das wäre eine gute Idee. Ich bin wieder putzmunter. Das freut mich für dich. Komm, hau ab. Lohnt sich nicht. Oh, Tyrakrok. Tyrakrok ist ein tolles Pokémon. Ist mir egal, was ihr dazu sagt. So. Habe ich. Ich habe ein Top-Ether noch. Ich benutze das für Schlammbad. Ich möchte nämlich gleich auf Nahkampf gehen. Bei Suicune. Ist Suicune Wasser oder Eis? Als ob ich da. Was? Ich bin dadurch gestorben? Wow. Aber jetzt mal ehrlich, ist Suicune Wasser oder ist er Eis? Wenn er Wasser wäre, dann wäre das eine dumme Idee gewesen. Wenn er Eis ist, dann nicht so. Hm, ich weiß es halt wirklich nicht. Ist Suicune Wasser oder ist er Eis? Ich weiß, dass er Eisattacken hat, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Typ selber Typ Eis ist. Das ist immer so ein Mysterium bei manchen Pokémon. Ah, was mache ich da? Ich schmeiß am besten einen Stein. Habe ich keine Steine mehr? Doch, ich habe Eisennadeln. Moment. Bam. Bam. Down. Der geht down, der geht down. Die Dinger sind schon nice, die Stacheln. Bam. Das macht so viel Damage. Yes, yes, yes. Benutzen, benutzen, benutzen. Auf, warte, Blütenwirbel stärker als Rasierblatt? Echt? Ja, tatsächlich. Dann würde ich es halt auf Blütenwirbel packen. Aber da warte ich jetzt erstmal noch, bis Blütenwirbel keinen AP mehr hat. Oder was jetzt, wie sieht es mit den anderen beiden aus? Brauchen die das? Ladungsstoß. Trampelleuchte. Ja, aber ich habe halt nicht genug. Da müsst ihr halt schon nach vorne gehen, Leute. Wenn ich ja eh sowieso machen. Also, das ist halt das Problem bei Blütenwirbel. Das ist halt manchmal verfehlt. Wie man sehen kann. Okay, nice. Hier ist nichts. Hier ist die Treppe. Wir sind bald da am Ende. Bada, bada, ba. Da, 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 da. E27. Da oben ist ein Item. Ah, es ist nur Geld. Okay. Gott, warum kriege ich Hunger? No. Ich will nicht Hunger bekommen. Das finde ich nicht so nett. Dass ich jetzt einfach Hunger bekomme. Von dem Spiel. Nö, nö, nö. Zack. Das ist echt irgendwie wie so eine Challenge. Ohne EP, AP-Items auskommen.
Oh Gott. Was? Ah, verdammt, warte. Ich fühle einfach mal kurz auf. Killt ihn einfach, ja. Oh Gott. Ja, ist ein normaler Apfel. Lohnt sich jetzt nicht auf einen großen Apfel. Es sind nur noch ein paar Räume. Wir sind schon fast da. Es lohnt sich halt wirklich nicht mehr. Warte, wo ist denn der Raum? Hm? Wait, what? Wo ist denn der Raum? Hier oben? Auch nicht. Dann wird er wahrscheinlich ganz links sein. Hier ganz links. Oder? Ja, okay. Ja, da oben ist noch ein Item, aber ist jetzt auch egal. Dum, 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 dum. 28. Aber hab. Ich habe keinen Bock auf einen richtigen Kampf. Komm. Verschwinde. Oh, ich hab gesagt, hau ab, Mann. Komm, lass mich in Ruhe. Bam. Okay, nice. Magneton Level 51. Piep, piep. Bzz, bzz. Dun, 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 dun. Ja, wo wollen wir lang gehen? Leute. Wo wollen wir lang gehen? Ich gebe dir mal ein Schlammbad. Also, habe ich noch genug Schlammbad? Ja, habe ich noch. Alles gut. Bam, da geht er down. Und hier ist die Treppe. Ach komm. Ist doch egal. Ist das ist egal. Lass ihn in Ruhe. Ist egal. Es ist egal. Gut. So, Leute, wir sind fast da. Eine Treppe noch. Eine Treppe und dann geht's auf los zum Kampf. Was ist das hier? Und Schlafsamen, okay. Oh, hier ist die Treppe. Let's go. Warte, ich sollte mich lieber erstmal heilen. Sonst noch irgendwas machen? Ne, oder? Komm, einfach rein. YOLO. Halt. Wer wagt es, mich zu stören? Saubere, frische Luft. Kristallklares, reines Wasser. Meine Aufgabe ist es, dieses herrliche und unberührte Land zu bewachen. Ich bin Suicune. Ich ziehe mit dem Nordwind. Eindringlinge verpesten die Luft mit ihren Fehlern, Mängeln und Schwächen. Darauf kann es nur eine Antwort geben. Sie müssen entfernt werden. Hinfort! Bist du dir ganz sicher, Suicune? Yo, wir machen richtig viel Damage auf das Ding. Okay, Moment. Okay, es ist Typ Wasser. Wahrscheinlich. Okay, egal. Erkenntnis Samen! Mega entwickel dich! Bam! Mega dieser Floor! Du greifst mich an? Perfekt. Bam! Warte, wurden unsere ganzen AP gerade aufgefüllt? Moment, habe ich das richtig gesehen? Ich sehe es richtig. Bei einem Bosskampf werden die ganzen AP aufgefüllt. Wow. Das weiß ich erst jetzt. GG. Es hat einfach keine Chance. Silberblick, boah. Da kriegt man ja schon Angst. Nice, das war ein Crit. Verdammt, wir treffen nicht. Hätte ich das früher gewusst, dass die ganzen AP vollgefüllt werden am Ende. Boah. Immerhin weiß ich es jetzt. Hau ab! Nice! That was easy. Ich habe verloren. Ich gebe es zu. Das war eine deutliche Demonstration von Stärke. Das ist doch die Abendgoldfeder. Verstehe. Du suchst das mythische Pokémon. Also das legendäre. Hm.
Tritt zurück. Der eisige Nordwind fegt durch die Abendgoldfeder. Die Abendgoldfeder wird zur Regenbogenfeder. Die sieht echt schön aus. Die Feder erstrahlt in der vollen Pracht der 7 Farben des Regenbogens. Ihr Anblick ist atemberaubend schön. Diese Regenbogenfeder. Sie ist der Schlüssel, um dem mythischen Pokémon zu begegnen. Diese Feder. Sie muss auf den Berg gebracht werden, dessen Gipfel von Wolken verhüllt wird. Ja, zum weit, weit Berg. Auf dessen Gipfel wirst du das Pokémon finden. Team Epic erhält die Regenbogenfeder und der Weitweitberg steht jetzt für Erkundungen offen und da wird dann die Story, die Zwischenstory von hier, von Pandya enden, nach dem Dungeon. Also seid gespannt! Regenbogengummis kriegen wir. Ich glaube, ich werde es gleich mal einsetzen. Nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann abonniert lieber, sonst werde ich noch wütend. Dann Spaß, könnt gerne abonnieren, wenn ihr Bock habt. Glocke anschalten. Ansonsten noch einen Like da lassen, einen Däumchen nach Äumchen und dann seid ihr toll. Trollololol, toll, toll, toll. Ihr seid sehr toll dann. Und Botuge sieht super aus dort. So ein wenig Chibi-Look. Auf jeden Fall haut rein und ciao.